Hallo meine Pokéfreunde und Pokéletten, willkommen zu einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies nach... Wie lange ist es her? Ich glaube 4 Monate oder so kann es sein. Ja, ihr wisst ja alle, was passiert ist, PC und so. Ja, aber ich wollte auch das Let's Play hier zu Ende bringen. Auch wenn die meisten eh keinen Bock mehr drauf haben. Naja, geht so. Und ich würde das jetzt auch auf jeden Fall gerne zu Ende bringen, das Let's Play. Wir sind ja auch schon in der vorletzten Welt. Level 7 habe ich, soweit ich gesehen habe. In der letzten Folge die Sternfrucht bekommen. Die verschießt Sterne in 5 Richtungen. Genau das macht sie. So, wir sind hier im Dunkeln. Ich glaube, wir brauchen die hier. Muss ich nochmal gucken, was brauchen wir da noch? Den da, glaube ich. Oder? Brauchen wir den? Nee, eigentlich nicht, oder? Die hier. Obwohl, brauchen wir den? Pustet Ballon-Zombies. Wir haben aber keine Ballon-Zombies, also brauchen wir das nicht. Dann können wir den benutzen. Den da, den will ich noch zeigen. Die Runde wird wahrscheinlich mega schlecht. Aber keine Ahnung, was ich jetzt so wirklich machen soll, wenn ich ehrlich bin. Von daher, ja, keine Ahnung. Nimm halt den oder so, ist cool. Okay. Das ist schon fast blind momentan. Okay, nein, komm. Level neu starten, bitte. Ich habe schon so verkackt, direkt am Anfang. Okay, ich bin, ich bin auch da. Okay, hi. Brauche ich eigentlich nur die, ne? Weil, oh, jetzt merke ich, das war gut, weil da war so einer. Und für die brauchen wir die hier. Zack, zack, zack. Dann war es das schon. Nee, dann nehmen wir die. Jo. Andersrum muss das sein. Oh Gott. Sorry, Leute. Das war echt gewollt. Hier, Level, Welt 4 oder was, so Stage 4 und Akt 7, was immer. Du wisst, wie ich das meine. Wo hinten ist er rein? Da ist er. Okay. Oh nein, mein Bildschirm. Ich musste gerade auf meinem zweiten Bildschirm gucken, weil mein Bildschirm gerade ausgegangen ist. Okay. Ich schätze mal, wir brauchen noch, weiß ich nicht, wie viele Folgen. Vielleicht 4 Folgen oder so, bis wir dann endlich am Endboss sind. Und ja, wie gesagt, nach dem Endboss werde ich die Minigames zeigen. Ich schätze mal, ich mache alle in 2 Parts oder so. Ich schalte die so auf, keine Ahnung. Und den Rest, oder halt Endless Mode, mache ich zum Beispiel vom Livestream vor. Und was gäb's denn noch? Also mir fallen gerade nur die Minigames und die anderen Modes halt ein. Von denen gibt es halt nicht viele Arten. Von den anderen Modes gibt es vielleicht ein paar Arten und von den Minigames nur eine Art oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist schon ewig her. Muss ich dazu sagen. Ja, man ist unter Kontrolle. Das passt. Ich pack mal hier hin, dann kann ich mich so machen. Hier mache ich dann alles wieder voll mit diesen hier. Jetzt jemand versucht ins Wasser zu kommen, dann gibt es da auch Smull. Ja komm, lass das wegmachen. Zack, zack, nimm das. Verdammt, 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 verdammt. Hier habe ich gar nicht gesehen, dass er nur von einem angegriffen wird. Okay, er ist aber trotzdem da. Na, dann ist er gut. Ich mach mal hier. Diesmal läuft sogar in 60 FPS. Geil, oder? Ich werde wahrscheinlich die Rohdatei einfach hochladen. Wozu schneiden? Was soll ich hier schneiden? Ist halt vielleicht lediglich lame. Aber ich habe ja hier nicht wirklich was zum Schneiden. Aber ich habe auf jeden Fall Bock und demnächst kommt noch irgendwas. Was ist demnächst? Weiß ich nicht. Aber demnächst kommt noch irgendwas mit geschnittenem. So, yo, da unten ist er. Okay. Da noch einer, stimmt, okay, hab ich gar nicht gesehen. Dann gib mir mal hier ein wenig, nee. Gute Zeug, gute Stift. Kill den, kill ihn. Ich hab gesagt, kill ihn. Danke. Nein! Die Sonnenenergie ist verschwunden. Das habe ich gar nicht gesehen, es geht. Fuck. Nein, das kann doch nicht sein. Warum? Oh nein.
gar nicht mehr. Brains. Ja, da kommt sogar einer. Ich brauche hier noch mehr. Warte, wir machen das so. Zack. Dann müssen wir hier eigentlich die noch wegmachen. Sobald dieser Heini kommt. Du wirst schon, wen ich meine, der da hinten kommt. Also so zoom und dann für ein Jahr anfängt. Dann müssen wir hier so einen aufbauen. Das erste brauchen wir das nicht, glaube ich. Ist da unten, weiß ich nicht. Ist jemand ins Wasser gekommen? Oh, da kommt gerade jemand ins Wasser. Fuck, nein, will ich nicht. Du sollst verschwinden. Okay, da muss ich was anderes machen. Dann mache ich einen Plan B oder so. Soll ich dann so einen hinpacken? Oh ja, Mann, hier stimmt, wir wollen ja noch alle Sachen kaufen im Shop. Muss ich gleich nicht mal nachgucken. Lass das doch, Alter. Du bist doch so ein blöder Holzkopf. So, hier packe ich so einen jetzt hin. Seht ihr das? Der schießt in fünf verschiedene Richtungen. Halt in die, wo er halt. Nach da, nach da, nach da, nach da und nach da. Ungefähr. Ungefähr, ja. Da mal einen hin und dann zack. Hier zu sehen ist ja eigentlich. Braucht man nicht. Deshalb lasse ich es auch. Dann da oben ist einer gestorben. Jetzt kommt die erste Welle. Yikes, habe ich schon Angst. Zack. Zack. So einen hinpacken. Da unten brauchen wir so einen unbedingt. Oh, da ist Anführer! Killt ihn! Okay, er ist tot. Packen wir hier endlich hier uns mal hin und sehen wir auch endlich mal, wo die alle sind. Endlich, endlich. Okay. Da noch mal hin. Zack, Money, dankeschön. Ich bin leicht überfordert sogar, krass. Okay. So much to do, so much to platzieren. Zieh ihn noch, Alter. Soll ich euch helfen? Wollt ihr nochmal so einen hier? Oh, verdammt, der sieht den gar nicht mal. Oh, bin ich dumm. Oh, ja, dann war es das. Ich werde. Oh, verdammt. Ich dachte, der sieht ihn. Nö, er ist blind auf beiden Augen und sieht einfach gar nicht. Nice. Dann machen wir das so. Das ist da oben einer. Dann machen wir es so. Ich kann gleich platzieren. Das ist gut. Zack, kannst dran knabbern, du alte Sorge. Und dann machen wir hier. Machen die einfach hier hin, warum nicht? Mir eigentlich auch egal jetzt. Kommt eh nur in der letzten Welle anscheinend. Boah, ja. Mir so viel Panik einfach so gemacht. Was? Nein! Der muss unbedingt sterben. Die Kirche hilft. Nein! Dann explodiert aber so. Okay. Jetzt kommt gleich die letzte Welle. Wir sind fast dran. Wir leben jetzt schon fast 10 Minuten auf, also schon bald 10 Minuten. Ja, vielleicht schaffen wir sogar das Ende der letzten. Diese. Ich kann hier reden. Vielleicht beenden wir diese Welt. So, das wollte ich sagen. Mein Gott. Wie hier ist das kaputt? Nein, der kommt von da! Der kommt von da! Der kleine Crack! Jetzt killen wir ihn, jetzt killen wir ihn, jetzt killen wir ihn! Killt ihn, killt ihn, killt ihn! Oh, der wird den auf jeden Fall killen. Aber da kann ich jetzt nichts gegen machen. Nein! Kill ihn doch! Kill ihn doch! Oh my goodness! Das gibt's doch nicht. Platz da, Nele. Platz da, platz da. Platz da einen hin, platz. Platz doch endlich. Zack. Alter, wie schnell fressen die das auf? Was ist denn das hier? Hilfe!
Mein Gott, jetzt aber no joke, ne? Was ist denn das hier? Ich hab schon 1000. Wir müssen das mal ausgeben hier. Oh, für was denn? Kill ihn! Ah! Zack, der wird jetzt eh sterben, glaube ich. Okay, die Sterne, die haben mich enttäuscht. Die enttäuschen mich. Ich will sie nicht nehmen. Mann, ich dachte, die wären viel besser, als ich eine Erinnerung hatte. Ah, naja, egal. Aber hier nochmal solche hin oder so. Ach, Mann. Als ob gerade hier einer kommt, wo nichts ist. Ach, du bist doch so ekelhaft. Ehrlich. Schnell. Zack. So, das sollten wir schaffen, das sollten wir schaffen, oder? Oder? Das ist die letzte Welle. Das sind die letzten Gegner. Kill die! Kill die! Kill sie! Ah! Ja! Das sollten sie letzten sein, die beiden. Soll Blood Mine! Okay, sorry. Das war irgendwie verbindet. Okay, was wird das die nächste Fliegenpflanze sein? Ich bin schon gespannt. Ich weiß es gerade gar nicht. Fuck, das schaffen die gar nicht. Das schaffen die gar nicht. Und mach den mal weg und dann schießt drauf. Leute, schießt drauf. Okay, der kann das nicht sehen, aber dann mach hier nochmal so einen. Mann, egal, ich hab genug. Ich brauch eh nichts. Komm, mach ihn down. Mach sie down, mach sie down. Jetzt sieht er es nicht mehr. Zu spät. Nein! Oh, egal. Dann kriegen wir etwas weniger Geld. Oh, Mann. Das ärgert mich jetzt. Dass sie jetzt durchkommen konnten. Aber hatte ich gerade hier zwei von denen? Das reicht nicht aus. Oh! Den Kürbis. Kürbis. Beschützt Pflanzen mit seiner Schale. Das bringt die halt mehr Verteidigung, so gesehen. Ja, dann werde ich den Stern mal raustun, weil der Stern mich sehr enttäuscht. Oh nein. Mann, schon gar kein Bock mehr. Gar die gar nicht benutzt, merke ich gerade. Die hätten vielleicht ein wenig geholfen, oder? Sind die auch zu stark? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich fürchte sogar, die sind gar nicht mehr so stark. Ja, dann können wir aber trotzdem so einen nehmen, oder? Ein Sniper. Ja, let's go. Let's go. Level 8. Und selbst wenn wir den Boss in dieser Folge nicht sehen, das Boss-Level so gesehen, das letzte Minigame, werden wir es auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Also kein Problem. Zombies are coming. Nein, nur eine Welle diesmal. Dann werden wahrscheinlich aber stärkere dabei sein, oder? Da oben kommt einer. Okay. Bam, ba, bum, bam, bum, 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 bats, bum, bats, bum, bum. Wird schon schaffen. Okay. Schau, die sind jetzt schon so weit. Das wäre eine kurze Runde. Dann wird 9 wahrscheinlich so das letzte richtige Level hierfür sein. Weil das Level 10 wird dann nämlich, wie gesagt, das Minigame, das Boss-Level, whatever. Das ist irgendwie eine Mischung aus beiden eigentlich. Warte, war das Wassergeräusch gerade von hier oder von meinem? Ich glaube von meinem, oder? Alter, ich krieg schon Angst hier, ey. Von wo? Wo kann ich die Sniper platzieren? Brains! Ich muss schon wissen, wo. Wird schon geschossen? Nö. Ach, da. Wieder mal den dahin, damit der Stimme stimmt. Aber ist der nicht stärker oder sieht der einfach nur das gleiche wie er, aber halt von da hinten? Ich bin verwirrt, ich weiß es nicht, lasst mich in Ruhe. Okay, ich probiere ein wenig aus. Ich
habe so lange nicht mehr gespielt. Aber wir sind ja eh fast durch und so schwer wird das, ist das Spiel nicht. Das Einzige, wo wir vielleicht unseren ersten Game Over bekommen könnten, wäre halt das letzte Level, der Endboss. Der ist nicht unbedingt so ganz einfach, würde ich mal behaupten. Oh nein, der schafft es ja wirklich durch. Gefett. Nein, Mann. Guck mal auf. Hey. Zack. Dann sind wir Yoshi zumindest. Down. Ich würde schon sagen, dass er nicht sieht. Verdammt, da unten. Nein, da ist so ein Pogo. What the heck? Was soll ich da machen? Ey, jetzt no joke, ne? Was hätte ich denn da machen sollen? Ach nee, komm mal. Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Das kotzt mich gerade so an. Da steht mir der Hart so grob, ne? Nein, da unten, im Wasser, ich hab's gar nicht gehört. Gib mir so einen oder so, mir egal, kill ihn einfach. Oh Mann, das wird knapp. Ja, so. Da unten ist einer mit besserem, mit so einem Helm. Nein, was mache ich denn? Nein, was mach ich denn da? Was denn hier? So. Da unten noch am Wasser noch einer. Help! Medic! Können wir hier nochmal so noch aufbauen? Ich baue den jetzt einfach dahin. Mir jetzt auch egal. Selbst ob der jetzt kommt oder nicht. Okay, jetzt kommt schon die Zombie-Welle. Verdammt, wir haben voll wenig. Wir haben eigentlich voll wenig, wenn ich ehrlich bin. Ich muss den beschützen. Was mache ich denn? Oh, warum braucht den? Der kann doch dann eh nicht angreifen. Okay, können wir hier zumindest nicht rüberspringen? Ah, die werden wahrscheinlich da durchkommen, oder? Nee. Fuck, geht da weg. Der wird schon drauf gehen, aber hier, das ist das richtige Problem. Das ist das richtige Problem hier. Ah, nein! Get down! Sind die überhaupt stärker? Ich weiß es gar nicht. Ich benutze sie trotzdem, weil sie cool aussehen. Und ich hoffe, sie sind stark. Komm schon, killt sie. Aber ihr seht schon, wie lange der Kürbis aushält. Das ist wie halt. Das ist halb so stark wie das ganz kleiner von denen, oder? Würde ich einfach mal behaupten. Also, ja, der Kürbis, der lohnt sich schon, wenn du unbedingt ja alles gleich haben willst. Und so ein Kürbis, zack. Finde ich. Aber naja. Komm. Ich wollte schon sagen, den killt er doch. Okay, wir kriegen einen Magneten. Eine Magnetpflanze. Cool. Was kann das denn? Oh, wir haben 10.000 jetzt. Magnetpilz. Entfernt Helme und andere metallische Objekte von Zombies. Oh, dann kriegen wir jetzt richtig einen reingehauen, oder? Oh ja. Schauen wir es überhaupt in einer Folge? Die Zeit wird knapp. Ich glaube nicht. Ich glaube, dann werden wir das Ende oder das Finale von der vorletzten Welt in der nächsten Folge, glaube ich, erst machen. Gucken kurz im Laden. 9 Plätze kostet 20.000. Was ist das eigentlich? Was ist das? Poolreiniger ist in den Levels ein Pool, eine zusätzliche Verteidigungslinie. Gut für die Noobs in den Pool-Leveln oder jetzt zum Beispiel für die Noobs. Dieser Rechen schaltet den ersten Zombie aus, der drauftritt. Er hält 3 Levels. Ja, das ist eigentlich nur für die Noobs. Ich glaube, ich spare erstmal auf die 9 Plätze. Und dann kaufe ich die Bonus, die extra Pflanzen. Allerdings werde ich die extra Pflanzen wahrscheinlich erst in einem Bonus-Video oder so zeigen können. Greif zu, ich bin irre! Ja, chill mal, Alter. Wir könnten uns zwar einen kaufen, aber ich würde wirklich sagen, wir sparen auf die 20.000 und kaufen dann die 9 Plätze. 9 Plätze lohnen sich einfach. Vor allem jetzt, wenn wir kurz vom Boss sind. Dann haben wir bis hierhin noch einen Platz, Alter. Mann, ey, geil. Und das war eh die letzte Pflanze, die wir bekommen können für diesen Ort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ja, wir bekommen nämlich noch 8 weitere Pflanzen. Und ich kann euch versprechen. Warte, ich will noch 2 Sachen sagen. Ich kann euch versprechen, die letzten Pflanzen, die wir bekommen, die sind richtig stark. Und also die Hälfte davon sind richtig stark. Die andere Hälfte davon sind eher so Bonus, glaube ich. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die letzten 4 Pflanzen, die Bonuspflanzen jetzt hier kommen oder ob wir hier unten so eine neue Reihe bekommen. Weil ich weiß, also ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, es gibt noch mehr Bonuspflanzen. Weil ich erinnere mich an eine Pflanze, dass es hier noch eine Reihe gab. Oder hier, ob sie war, ich weiß es nicht. Und dann gab es hier noch so ein Extrafach. Und da gab es dann halt so einen besonderen. Ich werde ihn jetzt nicht spoilern, weil der ist schon ziemlich cool. Aber ja, wie auch immer, das war's für diese Folge Pflanzen gegen Zombies. Wir haben 2 Level geschafft. Wow, krass, oder? Ja, aber auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge dann die letzte Welt betreten. Und da bin ich schon gehypt drauf. Ich werde es jetzt eh spielen, weiter spielen. Also ja. Wenn es euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch positive Bewertung da. Würde mich freuen. Und ja, dann hoffentlich juckt es doch irgendjemanden, dass ich es bis zum Ende spiele. Und ja, K-Fanks bye. Woo!